Hallo und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von Dragon Age Inquisition. Wir sind jetzt gerade schon in der Taktikansicht, weil als ich gerade die Aufnahme starten wollte, kam da diese Anzeige, als würde mich etwas angreifen. Wir plündern hier aber schnell noch, bevor das eventuell passiert. So, ich habe Neuigkeiten. Und zwar gibt es jetzt endlich das, worauf ich schon lange gewartet habe. Nämlich die Spieleoptimierung für Dragon Age Inquisition bei GeForce Experience ist jetzt endlich da. Also, dass das Spiel für Flüssigkeit optimiert wird oder auch für höchste Grafikeinstellung, was auch immer. Ich habe jetzt erstmal für Flüssigkeit. Und ich muss sagen, da ich schon gesehen habe, halt, damit es ein. Hoch, das wollte ich gar nicht. Klein bisschen flüssiger läuft. Wurden ein paar Bildeffekte, Texturenqualitäten und so runtergeschraubt. Also jetzt nicht übermäßig viel. Aber halt so ein bisschen. Es läuft schon deutlich besser nochmal. Und sieht immer noch gut aus. Ich werde das jetzt diese Folge mal testen. Ich weiß noch nicht, ob ich es beibehalten werde. Das werden wir mal schauen. Kommt drauf an. Ich finde. Ich laufe mal so rum. Ich sehe jetzt noch nicht so die Riesenunterschiede zu vorher. Zwar schon so ein bisschen weniger so Effekte, so. Ich sag mal, wie so Rauch oder so, ist so ein bisschen weniger. Läuft dafür aber nochmal einiges flüssiger. Also, es ist einiges. Ist auch nicht so, keine Ahnung. Also schon noch mal gut flüssiger im Vergleich zu vorher. Ah, ich meine, es war vorher auch im gut spielbaren FPS-Bereich. Jetzt ist es halt nur noch besser. Und man verzichtet auf ein ganz klein bisschen Qualität, aber ich finde, das sieht immer noch ziemlich gut aus. Und ja, ich meinte ja mal, ich möchte das perfekte Mittelding zwischen Performance und Grafik finden. Und so wie es momentan aussieht, könnte ich mir gut vorstellen, das beizubehalten. Außer ich finde noch irgendwas, was mich stören sollte. Aber momentan. Oh, hier liegt ja noch. Alles Mögliche liegt hier noch rum. Oh, da hinten sterben schon die Leute, während ich hier alles plünder. Das ist natürlich nicht so gut. Töte den verdammten Krieger! Aha, er will mich also töten. Guck mal, was hinkriegt. Ah, komm schon. Der geht. Ja, die erstmal wiederbeleben. Na gut, die werden jetzt eh wiederbelebt. Dann können wir den plündern. Nehmen wir alles mit. Und ja, sieht echt ziemlich gut aus. Läuft noch mal ein bisschen flüssiger. Ich denke, das ist ganz schön. Bin mir jetzt nicht sicher, ob man auf YouTube den Unterschied sehen wird von der Flüssigkeit her. Ich habe ja vorher auf 60 FPS schon hochgeladen. Das werde ich so beibehalten. Ich meine, mehr geht aufs. Mehr geht auf YouTube ja sowieso nicht als 60, deswegen. Wobei es läuft jetzt auch nicht so viel flüssiger, dass ich jetzt sagen könnte, ich könnte das jetzt in, keine Ahnung, 100 FPS oder so hochladen. So krass ist es dann doch nicht.
Ist halt so ein bisschen flüssiger. Die Videos sind ja vorher schon in 60 FPS hochgeladen worden, jetzt immer noch. Ich glaube, man sieht jetzt nicht so viel Unterschied, vor allem von den... Also vielleicht ein bisschen von so Licht-Schatten-Effekten. Wobei, wenn ich mir das hier angucke, glaube ich das sogar auch nicht. Da beim Rendern wird ja sowas eh vereinfacht zusammengefasst. Da fällt dann so ein Unterschied gar nicht auf. Deswegen würde ich jetzt mal behaupten, dass es keinem auffällt. Es läuft nur deutlich... Ah, nicht deutlich. Bisschen flüssiger. Aber das dazu. Damit möchte ich jetzt, mich jetzt gar nicht so lange aufhalten beim Reden. So, möchten wir jetzt erstmal ein bisschen weitermachen. Natürlich. Haben jetzt auch alles geschafft, was letzte Folge ein bisschen problematisch war. Sollten aber echt gucken, dass wir langsam wieder mal bisschen mehr Leben kriegen. Und was ich mich noch gefragt habe, ist von den Attributen her, ob wir da eventuell noch was zu vergeben haben. Ja, verfügbare Punkte haben wir sogar. Ich denke, mächtigen Schlag haben wir ja. Den Schildbrecher, den wir eh nie einsetzen. Wo ist der überhaupt? Oder ist es gar keine aktive Fähigkeit? Ja. Na egal. Gehen wir den Strang mal weiter. Was ist das? Triffst du mehrere Gegner mit einem einzigen Schwung deiner Waffe, wird für jedes zusätzliche Ziel Ausdauer wiederhergestellt. Das glaube ich ganz gut. Ja, das nehmen wir. Ist aber auch passiv, aber ich glaube, aktiv sind nur die mit diesem Symbol daneben. Aber auf jeden Fall, das ist gar nicht so schlecht, weil hiermit treffen wir mehrere Ziele. Ich glaube, das ist ganz gut. Da können wir, glaube ich, eh nicht viel dran ändern. Haben wir noch Attribute, die wir skillen können? Nein. Nö, das sind nur die Gesamtsachen. Gut. Das Verhalten. Ja, hier können wir uns ja alles Mögliche zurechtlegen. KI-Taktik, ja. KI-Taktiken sind eigentlich nicht schlecht. Hatte ich mir in Origins auch mal eine erstellt. In dem Let's Show, wer es nicht gesehen hat. Von mir jetzt die Empfehlung dazu. Das war ein ziemlich lustiges Let's Show. Jetzt kann ich mit dem hier auch noch Attribute skillen. Ja, geht sogar. Ist ja perfekt. Wir gehen mit dem, ja ganz klar, auf den Bogen. Er soll natürlich richtig gut Schaden hauen. Erstes Blut. Du hast gelernt... ja doch. Du hast gelernt, bislang noch unverletzte Gegner für ihre Selbstsicherheit bluten zu lassen. Du fügst Gegnern, die nur leicht verletzt sind, höheren Schaden zu. Das ist natürlich gut für einen fetten Burst. Tod von oben, du verursachst mehr Schaden, wenn du von einer erhöhten Position aus schießt. Das ist... Sehr schön. Wir haben ja eh zwei verfügbare Punkte. Ah ne, drei hatten wir sogar. Ich finde beides gut, aber das ist, das bringt noch so einen strategischen Teil mit rein, den man, glaube ich, ganz gut nehmen kann. 200% des Waffenschadens, 100%, 50%, dann nehmen wir das. Steht für mich momentan ganz außer Frage. Verfügbare Punkte haben wir jetzt nicht. Okay, wir können anscheinend sogar... Ach, das hatten wir schon. Okay. Explosiver Schuss. Was ist das? Sprungschuss. Das ist... Ah, kann ich noch nicht. Egal, dann nehmen wir das. Sehr schön.
Gut, ich denke, wir werden es jetzt. Wir machen das mal mit allem. Ich denke auch, dann werden wir es jetzt deutlich einfacher haben in Kämpfen. Ja, das hätten wir vorher schon machen müssen. Winter. Ich glaube, wir gehen mal auf Inferno. Ich glaube, das ist ganz gut. Flammenopfer. 300% des Waffenschadens. Und Waffenschaden pro Sekunde ist bei Brennen. Das ist natürlich gut. Warte, wir gucken mal, wie ist das denn vergleichbar mit den anderen? Eisige Umarmung hat er ja schon. Ah, das Feuer scheint nicht schlecht zu sein. Prozent des Waffenschadens. Anzahl der Treffer 4. Schockdauer. Auch nicht schlecht. Schockdauer gefällt mir auch gut. Was bringt der Geist? Kann man damit dann wahrscheinlich heilen oder sowas, oder? Nee, das scheint es nicht zu sein, aber so eine Art Schild. Barriere, ja, scheint so eine Art Schild zu sein. Wir möchten aber offensiv spielen. Deshalb schauen wir mal. Ich glaube, wir machen. Wir nehmen hier das mit dem Schock. Also hier mit Schockdauer 8 Sekunden, weil das glaube ich gut. Und dann hier bei Feuer die beiden Offensivzauber. Das gefällt mir gut. Dann legen wir uns das ein klein bisschen um. Das möchte ich gerne auf der 1 haben. Ja. Kann man so machen. Jetzt die noch. Also tut mir jetzt leid, dass das jetzt alles so am Stück ist. Aber vorher hatte ich da halt nicht so drauf geachtet. Ach, dies auch. Ja gut, dann machen wir hier. Gehen wir mit der auf Waffe und Schild, würde ich sagen. Weil mit unseren gehen wir ja schon auf den Vergeltungsschlag hat sie ja schon. Schildfall auch. Wiederhergestellte Ausdauer 10% für über 10% verlorene Gesundheit. Das ist gut. Das brauchen wir momentan, glaube ich, auch häufiger. Schadensreduzierung 50% im Umgang mit Schild, schützen dich vor Fernkampfangriffen. Ja, das ist gut. Und Konstitution bei Freischaltung 300% des Waffenschadens. Ein Schildschlag. Dann nehmen wir den auch noch. Den setze ich mir dann, glaube ich, auch auf die 1, oder? Ja. Sehr schön. So. Okay, die werden jetzt alle den angreifen. Den gibt's auch noch. Weißt du, dann lassen wir die alle den angreifen und wir greifen selber einfach den anderen an. Ja, oder der rennt einfach an mir vorbei, wenn ich ihn einmal anhitte. So, das war er. Und sein Partner ist auch weg. Können wir die plündern? Ja, natürlich können wir das. Immer die wichtigste Frage. Seide. Gut, ich glaube, mit Seide sind wir ziemlich gut dabei. Da hinten sind wieder welche. So, jetzt probieren wir, glaube ich, mal uns an die Rand zu schleichen. Das würde ich gerne mal ausprobieren. Sage ich jetzt hier hin. Genau, mit Cassandra auch. Und die gehen. Na, manchmal ist es ein bisschen mies, dass die Kamera bei so. Wenn man hier so drauf geht, so ein bisschen reinzoomt. Naja, ist ja auch egal. Nee, hier lang bestimmt nicht. Ach, warte. So, da bin ich wieder. Ist ja auch wie in der letzten Folge, dass ich kurz unterbrochen wurde. Müsste gerade entschuldigen, mein Vater feiert heute Geburtstag. Ist zwar erst heute Abend und es ist jetzt erst mittags, aber ist trotzdem schon
Alles in Vorbereitung, jeder will irgendwas wissen. Aber... naja, egal. Das soll jetzt auch nicht das Thema sein. So, wir gucken jetzt erstmal, was die machen. So. Die stehen richtig. Wie sieht's bei denen aus? Ich weiß doch gar nicht, wo ich die... wo habe ich die denn? Die stehen noch hier hinter. Ach, über die Seite zu laufen ist auch doof. Die kommen einfach mit zu denen. Wieso so kompliziert? Okay, die haben uns gesehen. War wohl nicht die beste Deckung. Aber ist ja auch egal. Ja, die laufen einfach durchs Feuer. Das juckt die auch nicht. Aber uns kann das egal sein. Der rennt vor uns weg. Ach genau, die wollen Cassandra in die Mangel nehmen. Ja gut, die werden die auch kriegen. Ach komm schon. So. Den holen wir uns jetzt noch. Sehr schön. Kämpfen die da noch? Ich glaube ja. Ach, da hinten ist noch einer. Ach, die von dem Lager greifen uns jetzt auch mit an. Das ist natürlich ein bisschen... ah, da ist unpraktisch. Ach, da liegt er. Gut. Knüppeln wir einfach auf den drauf, der eh schon am Boden liegt. Ist ja egal. Ah, stell dich doch nicht in den Weg, ich will das plündern. Dankeschön. Nein, nicht schlagen. Genau. Räuberkriegsbeil. Das sieht auch cool aus. Erstmal gucken. Stand Gegenstand zu Stufe 6. Kann ich das denn erst ab Level 6 ausrüsten? Oder kann ich das jetzt schon ausrüsten? Ich probiere es mal. Nee, kann ich. Gegenstand Stufe 6. Gegenstand Stufe 8. Okay, das scheint nicht mit dem Level zusammenzuhängen. Was hat das? Bonus auf Blockschaden? Bluten bei Treffern. Und normal mehr Schaden. Ja, dann nehmen wir das natürlich direkt. Jetzt erstmal gucken, wie das aussieht. Ja, nicht schlecht. Geplündert hatten wir die hier soweit. Bin ich mir nicht sicher. Nein, hatten wir noch nicht komplett. So, 6 Gold und Seide. Nehmen wir alles mit. Ja, gehen wir mal hier weiter. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts übersehen. Wo müssen wir eigentlich hin? Mir ist irgendwie aufgefallen, in diesem Let's Play, wir laufen irgendwie nie dahin, wo wir eigentlich hin sollen. Aber bei so einer großen offenen Welt kann man es mir einfach auch nicht übel nehmen. Huch, da habe ich gerade kurz auf die Zeit geguckt. Ja, der Typ braucht dringend Decken. Wenn ich wüsste, wo ich welche herbekomme, dann würde ich dem ja welche vorbeibringen. Weiß ich aber gerade zur Zeit nicht. Und wir müssen hier zu dem. Der müsste es eigentlich hier sein. Ach, da ist er doch. Ihr gehört der Inquisition an? Ich bin Corporal Whale. Hab Dank für eure Hilfe. Die Magier und Templer scheint es nicht zu kümmern, wer in ihren Krieg mit hineingezogen wird. Die Flüchtlinge hier benötigen dringend Hilfe. Wenn der Krieg sie nicht tötet, werden es die Kälte oder der Hunger tun. Ja, nehmen wir mal das. Was könnt ihr mir über den Mann erzählen, der die Inquisition mit Pferden versorgen sollte? Stahlmeister Dennett? Er lebt auf einem Hof westlich von hier. Ein sehr alter Knochen. Wir haben jedoch nichts von ihm gehört. Soweit wir wissen, verschanzt er sich, bis die Magier und Templer damit fertig sind, sich gegenseitig umzubringen.
Es ist Nachforschen. Nehmen wir mal. Ah, okay, da kriegen wir mehr. Erzählt mir von den Templern, erzählt mir von den Magiern. Die Leute frieren, das interessiert mich gerade. Wenn wir irgendetwas tun, um die Leute vor der Kälte zu schützen. Ich hatte die Inquisition gebeten, uns Decken zu schicken. Aber man könnte meinen, ich hätte eine Wagenladung reines Lyrium verlangt. Ein Rekrut namens Whittle versucht, die Flüchtlinge irgendwie zu versorgen. Solltet ihr Vorschläge haben, findet ihr ihn auf der anderen Seite der Straße. Okay. Gebt auf euch acht. Und ihr auf euch. Gut. Macht. Ja gut, wir müssen natürlich für Stabilität sorgen und so weiter. Lese ich jetzt nicht vor. Ist, glaube ich, schon großteils klar. Müssen jetzt natürlich gucken, dass hier alles mit rechten Dingen läuft. Dass die Leute hier, dass es denen einigermaßen gut geht. Und natürlich müssen wir immer dafür sorgen, dass wir genug zu plündern haben. Ja, doch, komme ich noch dran. Weißt du, was für eine Chiffre es war? Liegt hier irgendwie... Ständig liegen hier Sachen. Ich beschwere mich nicht, es ist nur ein bisschen mühselig, das alles aufzunehmen. Aber das werden wir bestimmt noch brauchen. Seid ihr sicher? Ich denke, wir gucken erstmal, dass wir noch diesen einen Machtpunkt kriegen. Dann nehmen wir am besten irgendwas ein, ne? Müssen wir mal gucken. Was können wir denn machen? Ja, Sir. Unter den Schutz der Inquisition. Ah, das ist schön. Der Schutz der Inquisition ist immer praktisch. Doch, hier kommen wir durch. Ich dachte erst schon, nee, aber doch, das kriegen wir hin. Genau wie wir hier auch hochkommen, indem wir erst hier drauf springen und dann... Na, oder? Ah, ne, klappt nicht. Schade. Springen wir direkt hier hoch. Müsste gehen, ja. Geht auch. Ja, Sir. Können hier noch eine Quest machen. Bei dem Typen anscheinend. Ein Flüchtling. Bitte, jemand muss uns helfen. Ja, gut. Meine Frau braucht Hilfe. Ja, dann erzähl doch mal. Was stimmt nicht mit eurer Frau? Sie wird krank, sobald sich das Wetter verschlechtert. Sie bekommt keine Luft mehr, als hätte sie Spinnweben in der Lunge. Unser Sohn Hindel stellt einen Trank her, der sie atmen lässt. Er ist der Einzige, der es kann, aber er hat sich diesem Kult in den Hügeln angeschlossen. Bitte geht zu ihm und erzählt ihm, was los ist. Ohne diesen Trank wird sie sterben. Okay, wir sollten diesen Trank besorgen. Aber ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Und ich denke, ich behalte die Grafikeinstellung erstmal bei. Man sieht wahrscheinlich so gut wie keinen Unterschied. Aber, ja, für mich ist es halt ein bisschen angenehmer zu spielen. Und deshalb würde ich sagen, lasst auf jeden Fall ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Ein Abo, um die nächsten Folgen nicht mehr zu verpassen. Haut rein, Leute, macht euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal und tschüss.